Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Stadt Nienburg. Mein Name ist Minna von Gleichen. Ich werde hin und wieder gebeten, nach Nienburg zu kommen und aus vergangenen Zeiten über die Stadt Nienburg zu berichten. Meine Cousine Anna von Gleichen hat den Hohjahrgrafen Jobst II. Geheiratet. Und wir, die von Gleichens, kommen aus Thüringen. Und es ist so, dass tatsächlich die von Gleichens in Thüringen den Weg hier nach Nienburg fanden und meine Cousine sich hier in Nienburg sehr wohl fühlte mit dem Grafen Jobst II. Nienburg, die erste Erwähnung 1025, und Nienburg wird in einigen Jahren bereits 1000 Jahre alt. Und wenn Sie sich jetzt einmal das Wappen ansehen, da sehen Sie eine befestigte Stadt. Nienburg hatte 4 Stadttore. Links unten auf dem Wappen sehen Sie die Bärentatze der Grafen von Hoya und oben links sehen Sie von den Herzögen Braunschweig, Lüneburg, den Löwen. Und diese Herzen, die Sie dort sehen, das sind Lindenblätter. Und dann möchte ich Ihnen noch kurz eine Erklärung geben zu dem ganzen Anwesen Nienburg. Sie sehen diese befestigte Stadt eingegrenzt einmal durch die Weser, zum anderen durch den Steinhuder Meerbach und ein Graben vom Steinhuder Meerbach zur Weser ging dann eben auch noch um Nienburg herum mit all den Wallanlagen. Das war die befestigte Stadt Nienburg. Nienburg gehörte um 1200 zu den Grafen von Roden aus Wunstorf. Und diese Grafen von Roden, die lagen im Clinch, die hatten einen Streit mit dem Bischof von Minden. Und sie fühlten sich nicht stark genug, in diesen Konflikt einzuziehen und baten somit die Grafen von Hoya, ob sie ihnen nicht Unterstützung leisten konnten. Und versprachen ihnen dafür, dass sie dann Nienburg als Lohn bekommen würden. Ja, das machten sie natürlich gerne. Gerne zogen sie für die Grafen von Wunstorf, da sie ja Interesse an Nienburg hatten, in diesen Konflikt mit ein. Der Bischof von Minden, der hörte davon. Und als er hörte, dass die Hoyeraner diesen Konflikt mitbeheben wollten, kriegte er kalte Füße. Und somit überlegte er, nein, den Konflikt, den Streit werde ich beilegen. Und sagte das den Wunstorfern, der Konflikt ist beigelegt, nichts mehr mit euch, kein Streit mehr mit euch. Die Wunstorfer waren happy. Sie schickten natürlich sofort einen reitenden Boten nach Hoya, um den Hoyeranern zu sagen, der Konflikt ist beigelegt mit Minden. Ihr braucht nicht mehr hinauszuziehen. Aber die Grafen von Hoya, ein gewieftes Völkchen, die haben dann diesen reitenden Boten wunderbar bewirtet. Mit dem Gefolge von Heinrich I. bekam er Essen. Er bekam Alkohol, ganz viel Wein zu trinken. Und somit war er außer Gefecht gesetzt. Und auf ging's. Die Grafen von Hoya zogen somit in die Fehde zwischen Wunstorf und
mit dem Bischof von Minden. Da die Fehde aber beigelegt war, mussten die Wunsdorfer dann ihren Worten Taten folgen lassen und die Burg in Nienburg, die Wasserburg, die kam an die Grafen von Boja. Und somit konnten sie hier die Wasserburg ausbauen und residierten in Nienburg, so wie auch in Hoja. Und jetzt möchte ich von der Geschichte das Welige Rott erzählen. Woher kommt eigentlich die Geschichte von dem Weligen Rott? Es war im Jahre 1625, da passierte die Geschichte mit dem Weligen Rott. Aber vorab muss ich Ihnen sagen, am Rathaus, der Korb, den Sie dort sehen, da wird die Geschichte erzählt, er sei der Pestkorb. In der Zeit der Pest war es so, dass man Kräuter in diesen Korb gepackt hat. Und diese Kräuter hat man angezündet, um durch die Räumlichkeiten der Pesttoten zu gehen, um den Geruch zu vertreiben und die Räumlichkeiten zu desinfizieren. Aber dieser Korb hat eine ganz, ganz andere Bedeutung. Denn vor den Toren der Stadt waren die Melkerinnen. Sie mussten dort ihrer Arbeit nachkommen, die Kühe auf den Weiden melken. Da sehen Sie doch eine Gruppe vom Militär, Tillys Leute, ankommen. Sie reagierten sofort und schlugen auf die Melkeimer und machten damit solch einen Lärm, dass die Bürger in der Stadt dadurch aufgeweckt wurden. Sie schlossen die Tore, weil sie wussten, es ist Gefahr im Verzug. Und somit ist Tilly weitergezogen und hat dann kapiert auf dem Schäferhof vor den Toren der Stadt Nienburg. Aber die Nienburger Bürger hatten eine super Idee. Es schlossen sich Männer zusammen, bei Nacht und Nebel sind sie zum Schäferhof und haben Tilly dermaßen überrascht, sie stohlen ein Zelt und eine Fahne. Und bevor Tillys Leute munter wurden, reagieren konnten, waren diese Nienburger Bürger wieder in der Stadt Nienburg, die Tore wurden geschlossen und seitdem, Tilly zog ab, er war sowas von enttäuscht, ohne Verfahren,
Aber diese Bürger, das sogenannte Welige Rott, die wilde Truppe, die existiert in Nienburg immer noch. Denn in jedem Jahr, wenn Scheibenschießen stattfindet, dann ziehen die wenigen Rottleute mit aus beim Scheibenschießen. Sie tragen die Fahne, sie zeigen das Zelt. Und es ist auch so mit dem wenigen Rott, die in dieser Verkleidung sind, aus dem Jahre, kann man sagen, 1625, wunderschön gestaltet. Man hat hier in Nienburg auch ein Trafohäuschen bemalt mit dem sogenannten wenigen Rott. Und bei dem Trafohäuschen, wenn Sie davor stehen, dann sehen Sie sich das doch mal genau an. Das war 1625. Und der Kirchturm, der hat eine Höhe des jetzigen Kirchturms. Aber er ist erst Ende des 19. Jahrhunderts auf die Höhe von 72 Meter erbaut worden. Und aus dem Grunde hat man das wunderschöne Bild und das wenige Rott. Es wird immer noch hofiert in der Stadt Nienburg und gefeiert im Gedenken an die Schlacht Tillys oder die Vertreibung Tillys. Aber leider 2 Jahre danach, 1627, war die Stadt Nienburg durch die Pest dermaßen geschwächt. Die Tore konnten nicht mehr gesichert werden. Tilly kam in die Stadt und hat die Stadt so verwüstet, dass von den 500 Häusern, die dort standen, noch ca. 150 Häuser stehen geblieben sind. Wurde Nienburg evangelisch-lutherisch. Wie ich Ihnen schon sagte, aus Thüringen kommen die vom Gleichens. So war meine Cousine Anna vom Gleichen mit Jobst dem II. Verheiratet, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 16. Jahrhunderts hier in Nienburg residierte. Und sie erfuhren aus Thüringen, die ja vom Gleichen Kontakt, sehr guten Kontakt zu Martin Luther hatten, dass dort die Reformation eingeführt wurde. Somit bat Graf Jobst II. Martin Luther um einen Schüler, einen Reformator, der nach Nienburg kommen sollte, um in Nienburg die Reformation einzuführen. Und somit kam Adrian Buchschut nach Nienburg und führte hier die Reformation ein. Als Adrian Buchschut in die Kirche kam, stand ein Bettelmönch auf der Kanzel und hat unheimlich viel geredet über Martin Luther. Martin Luther verächtlich gemacht, ihn beschimpft. Er wusste ja nicht, dass ein Reformator unter ihnen war. Und somit fragte der Reformator
Was kannst du mir gegen Martin Luther sagen? Der Bettelmönch war so verunsichert, er verließ die Kirche und ward in Nienburg nicht mehr gesehen. Und das war der Punkt, wo Martin Luther, der Adrian Buxschot, den er geschickt hat, dann die Reformation auch in Nienburg einführte. Und das Interessante ist ja, dass Graf Jobst und Frau von Gleichen so ein großes Herz hatten. Sie haben ein Armenhaus eingerichtet, wo sie auch Geld bekamen. In der Heiligen Geiststraße ist sie in Nienburg und die erste weltliche Lateinschule gegenüber der Kirche wurde eingerichtet, wo die gehobenen Kinder dann Latein lernten und die normalen bürgerlichen Kinder wurden in der Kirche vom Canto unterrichtet in Liedgut und in Katechismuslehre. Nienburgerin erzählen. Sie alle werden die Bronzestatue, die kleine Nienburgerin, ja hinter dem Posthof alle kennen. Sie ist ein sehr beliebtes Fotomodell. Und es begab sich zu einer Zeit, als damals im Hotel London an der Georgstraße der Hotelier eine ganz reizende, hübsche Tochter hatte. Die zog die Gäste an und somit kam auch vom Kahlenberger Land ein Geschäftsmann über Nienburg, der nach Bremen wollte. Er machte Station in dem Hotel und seine Pferde kamen gegenüber zum Ausspann am Posthof und dort übernachtete er in dem Hotel und fand Gefallen schon beim ersten Mal an der reizenden, hübschen Tochter des Hoteliers. Und siehe da, er kam häufiger. Er hatte sehr oft Richtung Bremen zu tun. Er kam und er übernachtete selbstverständlich in dem Hotel. Sie kamen sich näher. Sie fanden beide Gefallen aneinander. Ach, der Papa, der Wirt, der ahnte ja schon einiges. Was machte er nur, wenn die Tochter nicht mehr in seinem Hotel wäre, die ja sehr viele Gäste anzog? Und als dann der Kahlenberger Bauer den Hotelier fragte, er möchte doch die Tochter zur Frau nehmen, ob er es gestatten würde. Und er fragte der Hotelier, könnt ihr eure Geschäfte denn nicht nach Nienburg verlagern? Ja, sagte er, das ist möglich. Ich werde von Nienburg aus die Geschäfte weiter bestreiten und mein Bruder wird im Kahlenberger Land die Geschäfte weiterführen. So wurden die beiden, der Kahlenberger Bauer und die kleine Nienburgerin, getraut. Doch dieser Name, Kahlenberger Bauer und kleine Nienburgerin, war so lang, dass sie sich
überlegten, doch den Namen zu kürzen und sie nannten sich Nieburg. Und in Calenberger Burg finden wir auch alle eine wunderschöne Bronzestatue vor einem Geschäft in der Leinstraße, vor einer Gaststätte in der Leinstraße. Auch er ist ein beliebtes Fotomodell. Und diese kleine Nienburgerin, die wurde hier in Nienburg auch in einem Biedermeiergewand gewählt und vertrat Nienburg auf dem Niedersachsentag oder zu anderen Anlässen. Doch leider wird sie nicht mehr gewählt, denn die jungen Mädchen, die in der Lehre waren oder auch ihr Abitur machten, hatten das Jahr über nicht so viel Zeit, die Wochenenden bei den Repräsentationen zu verbringen. Aber die kleine Nienburgerin und der Calenberger Bual sind immer noch die Geschichte Nienburgs und erfreuen immer wieder die Nienburger Bürger und die Touristen, die nach Nienburg kommen.